Aber man kann natürlich auch die Unternehmer verstehen, dass sie immer zucken, wenn die Schulden steigen, weil letztendlich holt sich die Stadt das ja nicht auch zuletzt über die Gewerbesteuer zurück. Herr Paschold hat es eben schon angesprochen, 432% Gewerbesteuer. Er hat auf ein paar Städte verwiesen im Umfeld, die niedriger sind. Ich verweise jetzt mal auf die Stadt Monheim, die hat 285. Und die hat das geschafft, indem sie einfach ein klares Konzept gemacht hat. Die hat, gut, die Stadt Monheim, muss man sagen, liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Die hat es da ein bisschen besser als wir hier in der Grenzlage. Aber nichtsdestotrotz hatten die vorher auch über 400% und haben gesagt, wir gehen jetzt mal einen umgekehrten Weg und wir senken die Gewerbesteuer massiv. Haben auch, ich habe da gerade mal drauf geguckt, eine Internetseite gegründet, die heißt Monheim285.de. Und da steht dann, einfach und schnell starten mit einer Business-Adresse für Ihr Unternehmen oder einem Arbeitsplatz in Monheim, keine Maklerkosten, keine Kaution, kein großer Umzug. Wupp. Und seitdem brummt's da. Wäre das vielleicht auch mal ein Weg, einfach zu sagen, wir gehen mal den umgekehrten Schritt und senken die Gewerbesteuer drastisch, um mehr Gewerbesteuerzahler zu bekommen und damit letztendlich doch wieder eine höhere Gewerbesteuer zu haben? Gerne. Also. Ich gebe ja zu, Herr Paschold hat ja insoweit recht, dass es durchaus Städte gibt, die einen geringeren Gewerbesteuersatz haben. Allerdings die Woche mit einer Gewerbesteuer von 432 von 100 gar nicht so schlecht. Wenn wir wirklich jetzt massiv mit Gewerbesteuersenkungen werben würden, wenn wir dann ein anderes Problem, wir haben ja gar nicht die Fläche, wie viele weitere Unternehmen man sieht. Das in Monheim siedeln die nicht unbedingt alle an, die ziehen dann nur offiziell alle hin. Ja, ob das der Vorteil für die Kommunen ist, war ich mal deutlich zu hinterfragen. Ich kann mich erinnern, dass wir die Gewerbesteuer auch schon erhöht haben. Und ich habe nicht den Eindruck, als wenn die Höhe der Gewerbesteuer für Unternehmen, die schon in Bocholt sind, ein Grund wäre, Bocholt. Ich glaube, bei vielen Bocholter mittelständischen Unternehmen sind so, die sind leider mit ihrem Standort Bocholt verwurzelt. Die wissen auch, was Bocholt zu bieten hat. Viele Unternehmer und Unternehmen engagieren sich auch ehrenamtlich. Wenn ich zum Beispiel mal zur Bühne Pepperoni gehe, sehe ich das sehr deutlich. Viele Unternehmen investieren in den Standort, in die Lukrativität des Standortes. Und ich glaube nicht, dass die Gewerbesteuer da so ausschlaggebend ist. Wo wir sicherlich drüber reden müssten, ist im direkten Vergleich. Der Preis für einen Quadratmeter Gewerbefläche, der ist in Bocholt relativ hoch. Aber wie gesagt, Gewerbeflächen oder Baugrund sind nicht vermehrbar und ist kostbares Gut. Da müssen wir vorsichtig mit umgehen, können wir nicht verpassen. Also 285 für Sie keine Zielmarke, für Sie, Herr Lessing, das wäre jetzt mal eine Steilvorlage. Also man müsste sich durchaus Gedanken darüber machen, ob man auf die Art und Weise die Bocholter Wirtschaft fördern könnte. Ich glaube es im Moment nicht. Weil ich weiß, dass viele andere Faktoren für Wirtschaft eine Rolle spielen und das ist nicht nur die Gewerbesteuer. Andere Faktoren, ich habe vor kurzem noch ein Gutachten gesehen, wo zum Beispiel die Anwendung an das schnelle Internet für ein Unternehmen, was sich irgendwo ansiedeln will, viel ausschlaggebender ist wie die Höhe der Gewerbesteuer oder die Höhe des Grundstückpreises. Da müssen wir erst machen. Ob wir dann, wenn wir Bocholter Wirtschaft noch besser nach vorne bringen können, wenn Bocholter Wirtschaft noch mehr leistet, letztendlich die Gewerbesteuer senken können. Weil wir wissen, die Einnahmen einer Kommune, die Einnahmen einer Stadt sind durch Grund- und Gewerbesteuer, durch die Vergnügungssteuer, aber auch durch die Zuweisungen des Landes. Und die Zuweisungen des Landes werden nach Einwohnerzahl bzw. nach Aufgaben einer Stadt verteilt. Und ich habe in der letzten Zeit den Eindruck, und da könnten Sie die Printmedien durchaus bemühen, dass unser Land Nordrhein-Westfalen, Städte wie Bocholt, denen es zwar noch relativ gut geht, aber im Verhältnis zu Ruhrgebietsstädten, zu großen Städten im Ruhrgebiet, durchaus benachteiligt, was die Zuweisung an Geldern angeht. Aber eins verstehe ich nicht ganz. Also wenn die Gewerbesteuer kein Maßstab ist für Unternehmer, warum rennen die dann alle nach Monheim? Weil es zwischen Köln und Düsseldorf liegt? Das glaube ich nicht. Also für einen Firmensitz ist das nicht so relevant. Also, bitte? Wir wissen es nicht, warum das so ist. Aha, wir wissen es nicht. Also es ging der Stadt Monheim nicht darum, den Unternehmen was Gutes zu tun, das muss man mal dazu sagen, sondern das war ein klares Konzept, um die Gewerbesteuer zu erhöhen. Und das ist aufgegangen. Also deutlich gestiegene Gewerbesteuereinnahmen, nicht weil plötzlich jetzt die Unternehmen alle so gut
angesiedelt sind, sondern weil sich eben entsprechend viele angesiedelt haben. Natürlich geht das Konzept nicht mehr auf. Ich wollte auch nur fragen, welches Konzept Sie haben. Das sieht nicht so aus, als wenn das Gewerbesteuer sehr gut ist. Wie sieht es denn mit der Grundsteuer aus? Also die Grundsteuer ist ja eine der Steuern, die eben am besten der Kommune erhöht werden kann. Derzeit, sage ich ehrlich, ist über eine Erhöhung der Grundsteuer noch nicht diskutiert worden. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir wissen nicht, wie sich die Finanzen weiterentwickeln. Wir wissen nicht, welche Schlüsselzuweisungen wir vom Land bekommen, wie hoch die Gewerbesteuererträge sind. Wir wissen auch nicht, wie hoch die Kreisumlage ist, an der die Stadt Bocholt mit über 20% beteiligt ist. Und es ist gar nicht auszuschließen, dass irgendwann auch über die Grundsteuer diskutiert werden muss. Allerdings, und das kann ich Ihnen hier versprechen, selbstverständlich als Ultima Ratio, den Steuererhöhungen sind der letzte Ausweg, um städtische Aufgaben erfüllen zu können.